Hallo allerseits. Es gibt endlos Bücher, Videos und Geschichten über die Entstehung der diversen Texte, die den Islam prägen. Woher kommen die eigentlich? Wer hat die geschrieben? Wann wurden die verfasst? Und die Antwort, die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Es gibt Vermutungen, Spekulationen und Fabrikationen, aber keine Fakten. Nur kurz zum Verständnis. Es gibt den Koran, der aber als einzige Quelle nur von sehr wenigen anerkannt wird, weil er einfach zu nichtssagend, zu vage und zu mehrdeutig ist. Weder die Schahada noch irgendwelche Rituale sind dort beschrieben. Und Muslime lassen ihren Körper beschneiden und machen die seltsamsten Rituale nach, nicht weil es im Koran steht, sondern in der Sekundärliteratur, der Sunna. Und diese Sunna beinhaltet, laut dem Konsens vieler islamgelehrter Texte, die das Leben Mohammeds nachzeichnen, einerseits als Biografie, und da meist die von Hisham, und dann die sogenannten Hadithe, die Ahadith. So, die Hisham-Biografie ist erst ca. 300 Jahre nach den Ereignissen um Mohammed entstanden und soll eine Rezension eines Dokuments von einem Ibn Ishaq sein. Sie zeichnet ein zwiespältiges Bild eines Arabers im 7. Jahrhundert, der erst als Handels- und Kaufmann Kamele in Karawanen hin und her trieb und dann nach einer angeblichen göttlichen Erleuchtung in Form eines Engels dann als Pirat andere Karawanen und kleinere Ortschaften überfiel und plünderte, wobei sein Gott, so steht es zumindest im Koran, immer 20% von der Beute kassierte. Und dies wird auch in vielen Hadithen bestätigt. Hadithe sind meist kurze Geschichten, die eigentlich aus zwei Teilen bestehen. Einmal der Name, also dieser Isnad, diese Überlieferungskette, also die Namen von denen, die das Folgende dann mündlich überlieferten. Wie so im Spiel Stille Post oder chinesisches Telefon im Englischen. Der eigentliche Teil ist dann der Inhalt, der völlig banal, aber auch die Grundsätze des Islam erklären kann. Wo zum Beispiel die Begründung zu finden ist, warum Muslime fünfmal am Tag beten, wie die Zoroaster und Jesiden auch. Nur, dass hier so die Geschichte von einem Mohammed erzählt wird, der auf einem fliegenden Maultier nach Jerusalem flog und in einer, leider in der damaligen Zeit noch gar nicht erbauten, Moschee betete und dann wie auf einem Basar mit seinem Gott um die Anzahl der Gebete pro Tag und deren Punktezahl gefeilscht hat. Oder dort steht auch, dass der Urin von Mohammed wie ein Heilwasser getrunken werden kann. Also sehr unterschiedlich und leider in meinen Augen sehr kindlich und doch meist äußerst brutal. Und dann kommt jetzt ein Kanal wie Star Moon Islam. Der wird das aber nie erwähnen, wie brutal das ist, wenn er die Entstehung der Hadithe erklärt. Er wird nie erwähnen, dass laut authentischen Hadithen, mit anderen Worten, Islam-Gelehrte haben diese Texte als authentisch eingestuft und dort steht, dass sein geliebter Prophet Mohammed geplündert, geköpft, vergewaltigt, gefoltert und gemordet hat. Er hat auch versklavt. Er wird nie erwähnen, dass Mohammed seinen Männern sogar geraten hat, den eigenen Orgasmus in vollen Zügen zu genießen, ohne sich um die Preise dieser Frauen auf dem Sklavenmarkt zu kümmern, wenn sie diese Gefangenen Frauen vergewaltigt haben. Er verbreitet völligen Unsinn, Star Moon, ja? Selbst heute zum Beispiel kann die Mehrzahl von Muslimen weder lesen noch schreiben. Es ist also völlig egal und höchstens betrügerisch, hier ein Wort wie Hadith-Wissenschaften zu verwenden. Da es sich um Märchen handelt, nicht um irgendetwas, was mit Wissenschaften in Verbindung gebracht werden kann. Der Autor, der mit dramatischer Flüsterstimme seinen Märchenglauben auf YouTube dokumentiert, glaubt so ziemlich alles, was aus irgendeiner mohammedanischen Quelle kommt. Er glaubt an Götter, an Engelchen, an Dschinn, Dämonen, Teufel, Magie, hier vor allem die schwarze Ausgabe, ne? An alle möglichen albernen Aberglauben und kindischen Blödsinn. Er geht davon aus, dass, selbst wenn es hierfür keinerlei Beweise gibt, dass Mohammed wirklich gelebt hat. Er nimmt hierfür diese einzige Person als Ursprung aller Sagen, Handlungen und Gedanken. Und wenn man sich das mal anguckt, dann der müsste pro Minute ca. 2 Hadithe oder sowas hervorbringen. Wenn man die Lebzeiten Mohammeds mit den erzeugten Hadithen vergleicht und das man dann einfach arithmetisch verarbeitet. Und er nimmt also die Aussage Mohammeds
als Beweis dafür, dass Mohammed gelebt hat. Naja, so geht's halt. Der Text unter seinem Video, die Entstehung der Hadithe, kurze Erklärung, in HD, noch, ist so fehlerhaft wie der Koran. Und der Inhalt des Videos entspricht schlicht und ergreifend einem Kindermärchen. Okay, sehen wir uns das Video mal ein bisschen genauer an. Nach circa einer Minute, einer gefühlten Ewigkeit, voll mit rituellem Gebrabbel und Krach, geht das noch nicht mal 5 Minuten lange Video dann endlich los. Es zeigt Mohammed, natürlich ohne Gesicht, der den Gefährten predigt. Und dann wird erklärt, dass dies Gefährten waren. sie waren, so wie in Gewahrsam. Der Text ist miserabel geschrieben, in richtig schlechtem Deutsch, und nimmt dann durch die Vermischung von Deutsch und Altarabisch mitunter bizarre Züge an. So nach einer Minute 10. Die Behauptung, dass alle, die Mohammed kannten, auch alle Predigten auswendig kannten, ist blödsinnig. Da ein Gefährte, der erst kurz vor dem Mord an Mohammed dazugestoßen war, wohl kaum die Predigten von vor 20 Jahren auswendig wissen konnte. Und hier will also Star Moon also ein bisschen zu viel, schätze ich, und vergisst dann Logik und Realität. Und nur 20 Sekunden später, hier kommen jetzt Diagramme, die einfach nur schlampig verarbeitet sind und eher Fragen aufwerfen, als etwas zu erklären. Hier haben wir Mohammed dargestellt als Mohammed mit 4 Männergestalten, von denen aber nur 3 etwas zu sagen haben und 2 haben sowas wie wassergefüllte Ballons auf dem Kopf oder sowas. Das Diagramm bei 1,40 ist dann richtig konfus, da hier auf den Koran Bezug genommen wird und nicht auf die Hadithe. Und der Inhalt ist auch noch falsch, da die meisten Muslime weder lesen noch schreiben können. Dazu kommt, dass hier von vertrauenswürdigen Personen die Rede ist, die aber völlig unbekannt sind. Woher will er wissen, dass diese erstens vertrauenswürdig und zweitens präzise Beobachter waren? Dazu kommt, dass in der Realität eine persönliche Aussage oder Beobachtung völlig irrelevant ist. Sogar, ja, jetzt kommt der Einwand, Augenzeugen werden auch bei Gericht immer weniger beachtet, da wir mittlerweile wissen, wie fehlerbehaftet unser Gehirn ist, wenn es um Wahrnehmungen geht. Wenn wer glauben will, dass wir oft durch außerirdische Sexspiele dauernd entführt werden und so, kann man ja glauben, ob das der Realität entspricht, ist eine andere Frage. Also, genauso hier. Es geht hier weder um Wissenschaftliches noch um verifizierbare Darstellungen und wie wir wissen, sind viele der Hadith inhaltlich lediglich absurd. Es gibt Hadithe, die dem Koran widersprechen, sich selbst widersprechen, also wenig Vertrauenerweckendes. Obwohl das Video etwas anderes darstellen möchte. Da bleibt halt die so oft herbeigeschworene Wahrheit auf der Strecke. Dazu kommt, dass sie 300 Jahre nach den Ereignissen niedergeschrieben wurden, ohne Quelltexte oder dass die Inhalte in irgendeiner Weise kontrolliert oder verifiziert wurden oder überhaupt verifizierbar waren. Wie will man einen gespaltenen Mond oder einen fliegenden Esel verifizieren? Ich meine, da sind so viele blödsinnige Sachen drin. Und daher ist das Video in meinen Augen sensationell überflüssig. Es ist banal, voller Plattitüden und damit recht sinnlos. Da es auch noch recht dilettantisch hergestellt wurde, mit diesem geistlos, endlos Gesumme unterlegt wurde, das untermauert das dann noch. Und jetzt mal ein paar Fakten, okay? Jetzt mal Wahrheit und Realität. Keiner weiß, wann der Koran wo und von wem verfasst und niedergeschrieben wurde. Und das gilt ebenso für die Sekundärliteratur. Was sicher ist, ist, dass kein Mohammed, so wie beschrieben, in Mekka gelebt hat, gelebt haben kann. Dazu viele Details aus den simplen geografischen und den landwirtschaftlichen Beschreibungen einfach nicht mit der Realität zusammenpassen. Ja, okay, Medina war eine Oase, okay, und da sieht man auch die Überbleibsel von landwirtschaftlicher Irrigation. Aber Mekka hat nur einen winzigen Brunnen, diesen Samsam, aber kein Wasser für Oliven oder Trauben, die dort angeblich gehandelt wurden. Und Kühltransporter gab es damals noch nicht. Das heißt, wir wissen mit Sicherheit, dass die geografischen, geologischen und weiß ich was Beschreibungen der Sunna sachlich falsch sind. Und wie weit dann jetzt noch ein wahrer Kern dabei ist und was vielleicht doch noch wahr ist, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Wir wissen nur, das, was verifiziert werden kann und dass das dann falsch ist. Jetzt haben wir also Geologen, Anthropologen, Paläontologen, Theologen, Historiker, Wissenschaftler aus vielen Disziplinen, die alle versucht haben, die Geschichte Arabiens und der Texte des Islam zu erforschen.
und ohne richtigen Erfolg. Die frühen Moscheen zeigten nicht in Richtung Mekka, sondern viel weiter nördlich. Und dann viel weiter kommen wir auch gar nicht. Weil das Haus Saud lieber die Einnahmen als Hüter der zwei heiligen Stätten des Islam zählt, als wissenschaftliche Expeditionen ins Land zu lassen. Auch andere Möglichkeiten der Verifikation oder eben die Gefahr der Falsifikation sind unerwünscht. Und deshalb gibt es keine Beweise für die Behauptungen bezüglich der Entstehung von den primären Quellen oder sekundären Quellen, schon gar nicht für irgendwas aus der Sunna. Die Hadithe sind zu Hunderttausenden entstanden und dann über Jahrhunderte gekürzt worden, massiert worden, verändert worden. Und Menschen haben sie dann in verschiedene Kategorien eingestuft. Und heute haben wir was 20.000, 30.000, die noch übrig geblieben sind, wobei nur 6 Sammlungen als einigermaßen authentisch, als Sahih eingestuft würden. Und hier wiederum gelten nur die beiden Sammlungen, bekannt als Sahih Bukhari und Sahih Muslim, als zitierfähig und über jede Kritik erhaben. Aber wenn dann so peinliche Hadiths, wie ich vorher erwähnt habe, auftauchen, werden auch diese dann schnell angezweifelt, einfach weil die meisten Muslime besser sind als ihr Gott. Danke für Ihre Zeit.